Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Letztens stellte Dirk P. mir eine uns alle betreffende sehr schöne Winterfrage. Es geht darum, welche Schnur besonders gut geeignet für das winterliche Angeln ist und welche Schnur ich fischen würde. Ganz konkret fragte er, mit welcher Schnur, also monofil oder geflochten, sollte man im Winter sicher angeln? Reißfest und nicht zu starr sollte sie sein. Wie ist das mit dem Wasser in der geflochtenen und dann auch steifen Schnur, wenn die einfrieren könnte? Oder die zu große Kälte für die Monofile, die dann viel zu starr werden und auch eher reißen könnten? Beides kann ein Problem sein, da hat Dirk recht. Und wenn auch ihr Probleme mit der Schnur im Winter einschränken oder zumindest etwas vermeiden möchtet, habe ich jetzt vielleicht ein paar sinnvolle Tipps für euch, um möglichst lange im Winter gut und intensiv angeln zu können. Eines muss ich da gleich vorwegschicken. Die Schnur und die perfekte Problemlösung gibt es leider nicht. Das wäre wohl eine Schnur mit integrierter Heizung und deren Entwicklung wird wohl noch eine ganze Weile dauern, werde ich vielleicht gar nicht mehr miterleben. Wir möchten aber natürlich trotzdem möglichst problemlos so lange wie möglich im Winter unserem schönsten Hobby nachgehen und auch mir stellt sich das Problem immer wieder. Dabei müssen wir verschiedene Situationen unterscheiden und nähern uns damit verschiedenen Problemlösungen auch immer wieder irgendwie an. Beginnen wir einmal mit leichten Minustemperaturen, die wir vielleicht auch nur morgens haben. So erlebe ich das momentan bei meinen Angeltouren und angle gern weiter mit geflochtener Schnur. Die Vorteile überwiegen, da bildet sich mal etwas Eis auf der Schnur, die Ringe sind etwas eingekrustet, angefroren. Aber diese kleineren Unannehmlichkeiten lassen sich mit zeitweisem Enteisen schnell wieder beheben. Leichte Eisbildung sehe ich noch nicht als so problematisch an. Und wenn das nur für die ersten 1 bis 2 Stunden morgens so ist, mache ich mir gern die Mühe, mal die Rute abzusetzen, die Ringe auch ein bisschen frei zu poolen. Und auch wenn es etwas kälter ist, für 2 oder 3 Minuten dann die Rollenspule fest zu umarmen, beziehungsweise in die Hand zu nehmen, sodass gefrorene Schnur wieder auftaut. Die Qualität und die Beschichtung der geflochtenen Angelschnur hilft uns, etwas länger angeln zu gehen. Gutes und vor allem auch enges Geflecht, also eine mindestens achtfach geflochtene Schnur, möglichst auch beschichtet, also mit Teflon oder ähnlichen Materialien, nimmt wenig bis gar kein Wasser innen auf. Diese Schnur transportiert nur auf der Oberfläche eine relativ kleine Menge Wasser bis zum Rutenring hoch. Äußerliche Nässe ist auch ein kleineres Problem als so ein vollgesogener, dicker, nasser Zwirnsfaden. Grobes Geflecht mit Wasser innen führt schnell zur Katastrophe. Man erkennt tatsächlich beim winterlichen Angeln Qualität. Je besser das Geflecht, je enger die Flechtung, je besser die Beschichtung, desto kleiner sind die winterlichen Probleme, zumindest solange es nicht extrem kalt wird. Neben der Schnur als Aufnahme- und Transportmittel des Wassers sind auch die Ringe immer ein Problem. Je größer die Ringe, desto kleiner die Eisprobleme, die sich zunächst und ganz besonders in den Rutenringen offenbaren. Wenn wir also winterliches Angeln planen, sollten wir nicht nur an die Schnur, sondern ganz besonders auch an die Rutenringe denken. Hier wird ja von vielen Anglern sehr gern auf sehr kleine Ringe geachtet. Das ist im Moment hip und schick und spätestens bei Frost offenbart sich, dass da mancher zu kurz gedacht hat. Und deshalb haben zum Beispiel meine Baitjigger-Ruten nicht diese hippigen Mini-Ringe, die vor allem auf Blanks montiert werden, die Schnellkraft durch reduziertes Gewicht bekommen sollen. Ein relativ großer Ring bei gleichzeitig schneller Rute bedarf nämlich sehr guter Kohlefaser und das kostet Geld. Umgekehrt kann man schon mit recht billigem Material schöne Ergebnisse bei der Aktion und einer Angelrute dann erzielen.
Nur im Winter gibt es dann eben die bekannten Eisprobleme. Ich bilde mir auch ein, mit wenigen großen Ringen besser und problemloser zu werfen, garantiert auf jeden Fall im Winter, als es mit vielen Miniringen möglich wäre. Aber nochmal zurück zum Eisschnurthema. Wenn nur der Spitzenring etwas einfriert und das Kratzen oder Kleben der Schnur nicht sonderlich stört, dann schwenke ich meine Rute schon mal durchs Wasser hin und her und komme damit dann schon klar. Das geht gleichermaßen mit Geflecht wie mit Monofil. Also da unterscheide ich gar nicht so groß. Meistens ist die Wassertemperatur ja doch etwas höher und wir tauen mit dem Wasser unten dann das Eis aus den Ringen und der Schnurweg ist schnell wieder frei. Manchmal hilft es sogar, die Angelrute einfach nur etwas höher über dem Wasser zu positionieren. Es wird dann weniger Wasser bis an die Rutenränge transportiert und das Eis bröckelt dann schon gefroren oben am Rutenring leicht wieder ab. Ich ziehe es aber vor, ab und zu die Rute durchs Wasser unten zu ziehen und dann eben schneller wieder eisfrei zu bekommen. Die Eisbildung in der Schnur und an den Ringen könnt ihr auch mit etwas Vaseline auf der Schnur und den Ringen dann behindern und verzögern. Also kann auch natürlich Schnurfett genommen werden. Geflochtene Schnur transportiert diese aufgetragene Vaseline aber schneller wieder auch von den Ringen weg und wir müssen öfter nachschmieren. Obendrein hilft das auch nur in Grenzen, denn wenn es wirklich kalt wird und vor allem auch am Tage kalt bleibt, wird es immer schwieriger mit problemlosem Angeln. Dann stoßen wir irgendwann an Grenzen. Geflochtene Schnur schneller als die Monofile und bei Eis müssen wir dann abwägen, ob wir die Nachteile von Monofil gegenüber Geflocht in Kauf nehmen. Wir wissen ja die geflochtene Schnur bei normalen Bedingungen sehr zu schätzen. Und um doch noch etwas angeln zu können, kann man dann vielleicht auch etwas Dehnung oder eben eine etwas größere Reißfestigkeit in Betracht ziehen, um trotzdem weiter angeln zu können. Eis auf dem Wasser und in den Ringen kann auch das Monofil gefährden. Spätestens wenn wir dann also so ganz dünne Eisplatten haben und dann bis hinter so einer Eiskante schlagen an, dann kann natürlich auch die monofile Schnur schnell reißen. Das muss man also immer im Kopf haben. Sicher sind wir da keinesfalls und es gibt kein Schwarz oder Weiß, geflochten oder monofil. Eine eher weiche Schnur, die also auch dann relativ hohe Dehnung hat, gefettet, um weniger Wasser aufzunehmen, hilft uns noch eine Weile, etwas unbeschwert und etwas länger zu angeln, als es mit Geflecht bei zunehmender Kälte möglich wäre. Ich würde also sagen, bis ungefähr minus 1, minus 2 Grad ist das Angeln mit Geflecht noch halbwegs machbar. Wird es aber dauerhaft kalt und noch kälter, kann Monofil noch etwas Angeln erlauben, aber auch damit wird es schwierig und Spinnfischen macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Viele Angler gehen dann stationär angeln, gehen also schleppen oder halten vertikal nur die Köder ins Wasser. Vieles Werfen und vor allem Schnur durch die Ringe rein- und rauskurbeln erzeugt dann viele Probleme und das sollten wir dann vermeiden. Das sollten wir dann bevorzugt auch mit anderen Methoden praktizieren. Also lieber mit anderen Methoden noch ein bisschen angeln gehen, als komplett darauf zu verzichten. Und zu große Kälte macht natürlich sicher und jegliche Schnur und jegliches Spinnfischen mit der Wurfrute unmöglich. Leider stoße auch ich da an meine Grenzen. Aber man kann sich beruhigen, ist und bleibt es länger kalt, friert es auch so ziemlich jedes Gewässer zu, dann ist sowieso Schluss mit dem Angeln. Der Klimawandel spielt uns hier ausnahmsweise mal im positiven Sinne in die Karten und vielerorts wird es ja gar nicht mehr so oft und so sehr kalt, dass wir entsprechende Probleme mit der Angelschnur bekommen. So, das war's zum spannenden Winterthema. Ihr merkt, das Patentrezept gibt es nicht. Ich hoffe trotzdem, mit diesen Ausführungen konnte ich dir, Dirk, P. und den vielen anderen interessierten Winteranglern etwas weiterhelfen. Nächsten Freitag pünktlich um 18 Uhr beantworte ich gern wieder eure spannenden Fragen zur Saison, zum Spinnfischen. Schreibt mir gern hier unten in die Kommentare hinein, wenn euch etwas, eine besondere Frage unter den Nägeln brennt. Also immer her damit, hier unten rein und dann versuche ich euch
entweder direkt da unten eine Antwort zu geben. Ihr könnt mir auch eine Mail schicken an info@angelrussert.de. Ich wünsche euch möglichst viele eisfreie Angeltage in den nächsten Wochen. Viel Spaß und Petri Heil bei der nächsten Angeltour. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uli Bayer.